das schönste Geschenk ist von den Kindern, was der Clown haben kann, das Lachen, die Augen, wie sie leuchten und die Freude. Die Zuneigung ist schon da, sobald ich die Nase ins Zimmer reinstecke, diese Clown-Nase. Also am allerliebsten mögen die Kinder das Zaubern, wenn sie selber zaubern. Und wenn die Kinder zaubern und der Zaubertrick klappt, dann ist die ganze Welt verzaubert. Dann sagt das Kind, Mama, Mama, ich kann zaubern und lacht. Und wenn das kranke Kind lacht, dann lacht die Mutter, der Vater, ja, dann lacht das ganze Zimmer und alles ist verzaubert. Ich habe eine ganz tolle Begegnung gehabt, und zwar die Laura. Und Laura kann aber nicht laufen, nicht gehen, die Arme nicht heben, die Beine, die kann nur den Rollstuhl so steuern. Und die Laura habe ich zu Hause besucht. Und sie wusste es aber nicht, nur die Eltern wussten es. Und dann hatten sie alles geschmückt wie ein Zirkuszelt und dann kam ich rein und ich hatte ihr dann als Geschenk einen Zauberstab gemacht.